So, ich starte wieder. Und er liebt mich. Okay. Hallo, alle zusammen zu meiner zweiten Aufnahme unserer fünften Session. Ich werde jetzt nicht mehr allzu viel dazu sagen, weil jeder, der es genau wissen will, soll sich die Folge davor anschauen. Das wäre die Folge 12, glaube ich. Das ist jetzt die Folge 13 oder so irgendwie. Ja, wir sind zurück im Abbasidenreich. Machen wir weiter. Drücken wir die Pause weg, will ich damit sagen. Nein, Sag tun wir Hallo. nicht, Nein. weil an meinem Hof Was ist mit deinem Hof? werden ein paar Ämter neu besetzt werden, habe ich gerade beschlossen. Ah, super. Ja, Mujahid sag mal ist an vielleicht meinem Hof meinen. angekommen und seine Stewardship ist sehr gut. Der wird mein neuer Steward werden. Wird dein So, neuer ist gerade Steward. geschehen. Außerdem, mein Großvezier hat zwar gute Dienste geleistet, aber ich habe festgestellt, dass mein älterer Sohn Mehmet viel besser ist in Diplomatie inzwischen. Und das bedeutet, dass er jetzt mein neuer Großvezier ist. Ich hoffe, er macht seinen Warte Job. mal, warte mal. Großvisier braucht man Diplomatie, oder? Sie. Vielleicht sollte ich mir das auch Ja. anschauen. Ich habe da nämlich dem Herrn Du gehst Sarin. einfach auf Ja, Appoint. ich sehe es schon. So. Ach so, so kannst du das natürlich auch machen. Ich gehe gerade in die Vasallen durch. Ja, du kriegst mal eine Marriage arranged. Ich stelle gerade fest, meine Frau hat Intrige 18. Das beunruhigt mich ein bisschen. Das Unfruchtbar und Intrige kann aber auch 18. gut sein, also so gesehen. Ja, sie wird jetzt mein neuer Spymaster. Sie darf mein neuer Spymaster werden als Frau. Das kann nicht sein. Haben wir nicht eingestellt, dass Frauen überhaupt nichts dürfen? Oh. Wenn ich den zum Grand Vizier mache, hasst mich mein Halbbruder noch mehr. Der ist ja nämlich derzeit mein Grand Vizier. Haha. Gott. Ja, aber der ist wenigstens jemand, den ich mag. Ich werde meinen Sohn einen Plane fabricate lassen, übrigens habe ich beschlossen, aber ich weiß nicht wo. Echt jetzt? Der ist nämlich schwach. Ich brauche einen schwachen Nachbarn. Du hast keine schwachen Nachbarn, das sind lauter Christen. Stelle es gerade auf und schalte fest. Nein, es muss ein Hike sein. Was muss es sein? Hike, das ist das westliche Nachbar. 7000 Soldaten. Das ist Schatz. Okay, ich habe eigentlich nur einen einzig guten, das ist der Kord-Imam. Der Wali. In meinem Kord, die anderen sind alle so mittelmäßig. Ich Dings, habe ich einen gescheiten Soldaten an den Hof holen. Vielleicht wird das dann ein bisschen schneller mit den Truppen. Was machst du gerade? Ja, im Wesentlichen, nachdem ich meinen Raten ziemlich komplett neu besetzt habe, ich habe vier neue Personen jetzt an meinen Rat berufen, die alle bessere Werte hatten als die Vorgänger, gehe ich jetzt durch, was diese neuen Ratsmitglieder am besten an Aufgaben erfüllen sollten. Ich habe meinen Großvezier bis jetzt immer die Beziehungen zu meinen Lehnsherren verbessern lassen, aber die Beziehungen sind schon sehr gut und das heißt, ich will ihn jetzt eigentlich für andere Dinge einsetzen. Ich könnte ihn Misstrauen sehen lassen, wo ich aber Beziehungen senke, vor allem mit meinem Lehnsherrn, das will ich auch nicht. Als dritte Option bleibt es, Ansprüche zu fabrizieren. Und da mein Sohn schon Diplomatie 15 hat, hat er relativ gute Chancen, nämlich 15% pro Jahr, dass er einen Anspruch an ein benachbartes Scheichtum fabriziert. Ich gehe jetzt gerade die Scheichtümer in meiner Nachbarschaft durch, auf militärische Schwäche, sage ich mal. Weil wenn ich einen Anspruch habe, will ich denn möglichst schnell durch kriegerische Mittel auch verfolgen. Nur da brauche ich jemanden, gegen den ich
ein Leibwall habe. Nachdem ich nur knapp 1000, nicht einmal auf 1000 Soldaten ausheben kann, ist es schwer, jemanden zu finden. Ich will auf keinen Fall die anderen Kurden in meinem Scheichtum angreifen, zu meinen Feinden machen, weil das sind potenzielle Verbündete. Mhm. Dann bleiben nicht mehr viele Nachbarn übrig. Es bleibt das... was ist das überhaupt? Jedenfalls das Königreich Haik, würde ich vermuten. Das ist dieses christliche Königreich nördlich von mir, wo ein paar Regionen an mich angrenzen. Das Problem ist nur, so schwach diese Christen auch sind, sie haben 7000 Mann, das ist ungefähr 10-mal so viel, wie ich auf die Beine stellen kann. Da drinnen kann ich nichts beanspruchen, ohne dass ich komplett verprügelt werde. Es gibt das, wenn du auf der Karte schaust, es gibt das Emirat, wie heißt das, Arbil? Nein, Al-Shahari-Emirat heißt es. Und wo ist das? Das ist eine Enklave mitten im Abbasidenreich. Ah ja, ja. Habe ich gesehen, ja. Ja, das liegt ziemlich zwischen uns, ist ein eigenständiges Reich, ist aber auch militärisch nicht so schwach. Verbündete hat er auch. Das heißt, auch da tue ich mir schwer, wenn ich einen Anspruch verfolgen will. Jetzt schauen wir noch das Scheichtum Ahmadiyya an. Der Scheich ist nicht so stark. Ja, wer hat Verbündete? Vor allem den Emir von Sinai. Nein, der ist nicht was so stark. Was ist als Saidi? Wo liegt Al-Saidi? Östlich von dir, am südlichen Ende vom Kaspischen Meer. Wenn das auch redet. Du musst nur... Al-Saidi finde ich nirgends. Was? Das ist östlich von euch, von dir, von deinem... Es muss an mein Scheichtum angrenzen. Ach so. Es hilft mir, es geht jetzt nicht um meine... es grenzt zumindest an mein Scheichtum. Ja, das geht um mein Scheichtum. Ja, das hilft mir aber nicht. Nein, ich überlege gerade Ahmadiyya. Sein Lehnsherr ist der Emir Akaba von Al-Qusay Emirat. Ja, der wird auf jeden Fall helfen. Ja, ist aber nicht stark. Na, ich nehme das, weil das ist das Beste, was ich kriege. Ich schicke da meinen Sohn hin. Also eigentlich ist er in der Moschee, aber was soll's. Da tu mal einen Anspruch fabrizieren. Das ist das Erste. Mein neuer Steward wird die Tech Grade, also Economy Tech Grade erhöhen, glaube ich. Da könnte zwar auch die Einnahmen erhöhen. Und, naja, die Konstruktion... So ich kann das nicht. Ja, ich weiß. Die Konstruktion des Gebäudes beschleunigen. Aber ich will, dass die Technologie verbessert. Und mein neuer Spymaster, meine Frau, die wird schauen, dass sie mögliche Plots in meinem Land aufdeckt. So, und das war jetzt eine Menge, damit sind jetzt alle das meine... Ist okay, ich habe in der Zwischenzeit noch ein Lebkuchenherz gegessen. Das ist interessant. Ja. So, jetzt aber. Ich drücke wieder auf Play. Oder ist bei dir passiert? Nein, ich schaue mal gerade den Krieg neben mir an. Den zwischen Achwas und Kermanscha oder so irgendwie. Nein. Doch. Oder? Siehst, ach was, habe ich gewusst, wo es liegt, weil das kenne ich von Europa Universalis. Dort lernt man Geografie. Ja. Wo ist das? Ja, eh, Kermanscha. Kermanscha hat ein Dings gegen den Emir Sali of Al-Fasifi. Boom, da geht es aber echt zu Persien. Ja, das ist ein Wahnsinn. Das ist, glaube ich, schon der zweite oder dritte Krieg, den diese Emire da gegeneinander führen. Ja. Hey, Nard hat einen Sohn gekriegt. Weißt du, wer keinen Sohn gekriegt hat in letzter Zeit? Du? Ja. Ja, das macht nichts. So, was ist mit Farid? Wieso hat der uns nicht getraut? Ich habe passiert. Ach so, weil du forciert hast. Deswegen wahrscheinlich.
der will nochmal heiraten. Na, geht's ihm noch gut? Er soll froh sein, wenn er eine Frau hat. My younger son Chakoya asks, why did you let off that peasant accused from poaching? Wilderei, nehme ich an, heißt es. Entweder kann ich ihm sagen, because he needed the deer more than me. Ja, wird mein Sohn kind oder just? Oder ich sage, a good deed in a day keeps a man happy. Da wird mein Sohn kind oder arbitrary. Ich, intuitiv, glaube ich, gefällt mir just best als arbitrary. Vor allem, weil es... Ja, es vermindert die Intrigue, arbitrary erhöht sie. Aber es ist generell eine gute Eigenschaft. Wir probieren das. He needed a deer more than me. Und? Was ist passiert? Ha! Mein jüngerer Sohn ist just geworden. Nicht schlecht. Das bedeutet. Das ist keine schlechte Sache. Naja, minus 2 Intrigue, plus 2 Stewardship, plus 1 Learning. Und Vasallen mögen ihn und gleicher Trade liegt ihn. Ja. Und er kriegt Pietät monatlich ein bisschen. Das ist alles nett. Ja, ich schalte über dich um. Das ist lieb von dir. Und ich schau mal gerade meinen Ding, ich schau mal gerade meinen Court an, meine Vasallen. Hey, fate smiles upon me. My wife Muhaya is pregnant. Dabei habe ich nur eine Frau. Wenn ich nicht mehr als eine haben kann. My dear Leech, I was just approached by Umaima, who tried to convince me to join her in her vile heresy. I hope you can convince her to see sense. Your faithful courtier, Nard. Also sind wir zum Christentum übergetreten, oder was? Es kann sein, ich habe ein paar Christen an den Hof geholt, einfach weil es nett ist, aber ich werde auf jeden Fall... Nein, wer ist die Umaima? Warte mal, können wir auf Pause drücken? Weil ich glaube, irgendwas ist mit mir passiert. Ja, bei mir ist auch was passiert. Okay, zuerst schaue ich mir mal meine Umaima an. Na, let it slide, ist wurscht, ob da Christen rumrennen oder nicht. Fate smiles upon me, my wife Muhaya is pregnant. Okay, das ist gut. Excellent. So, und irgendwas mit meinem Emir passiert. Emira Prokopia of Al-Kufa gave birth to a stillborn little son. Das heißt, sie ist gestorben, oder wie? Jo. Ja, stillborn ist er totgeburt. Ah, sie ist aber auch gestorben dabei. Oh, Beileid. Das ist dein Lehnsherr? Ja. Nein, der Sohn lebt, sie ist tot. Er hat eins, zwei sogar. Das waren Zwillinge. Das war sehr häufig, dass Frauen dabei gestorben sind. Aber meistens sind die Kinder auch gestorben. Verdammt, jetzt hat er zwei Söhne. Zwei Nulljährige. Buh. Naja, was soll ich tun? Erfolg. Irgendwie läuft da alles parallel. Was. Mein Emir hat auch einen Sohn bekommen, jetzt kriegt einer auch zwei. Ganz kurzfassend, nur bei mir ist auch was passiert. Es gab Verhandlungen zwischen Emir Al-Ala, meinem Lehnsherr, und der Prosperity Faction, der ich angehöre. Die Verhandlungen liefen nicht schrecklich, aber sie liefen auch nicht toll. Und scheinbar ist nichts von wesentlichen Belangen passiert, aber es ist was passiert. So. Und was ist passiert? Es wurde verhandelt. Das ist... Man hat alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, oder wie? Wahrscheinlich. Die Prosperity Faction ist immer noch in neutraler Stimmung. Gibt es eigentlich irgendjemanden, der irgendetwas gechattet hat jetzt? Nein. Sehr gut. Na, dann machen wir weiter. Achso, Entschuldigung, ich habe auf Pause. Ich hätte das schon erwähnt. Ja. Ich weiß nicht, ob du dir das anschaust. Ja, doch. Stimmt, ach was, an das kann ich mich auch erinnern aus, ich weiß nicht, aus Europa Universalis wahrscheinlich, ja. Obwohl, ja. Europa Universalis habe ich schon lange nicht mehr gespielt jetzt. Das ist das nächste Spiel, Europa Universalis 4, das wird zu zweit spielen. Ich habe Europa Universalis 4 nicht einmal. Oh, das ist schlecht. Das 2er habe ich noch.
Das können wir auch spielen. Auf CD, ja, super, Wahnsinn. Das würde aber keiner aushalten. Das ist grafisch ist das jetzt schon eine ziemliche wie sagt man? Zumutung. Zumutung, genau. Ja. Obwohl das Spiel natürlich selbst noch immer genial ist. So, die sind ein Wahnsinn da unten. Anstatt dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, rennen sie lieber rum und belagern alles in den Gebieten. Ich stelle fest, die Kasper Town, die ich errichtet habe, ist abgeschlossen. Ich habe gar keine Nachricht bekommen. Welche Town? Ja, das Gebäude, das ich gebaut habe. Kasper Town heißt es, wo das Tax Income erhöht wird. Ah. Ja, das ist fertig und ich wurde nicht mal benachrichtigt. Na gut, ich spare jetzt wieder Geld an, um irgendwas Neues. Wahrscheinlich, ich brauche Militärgebäude, ich brauche Truppen. Na, wenn ich diesen Anspruch kriege, möchte ich Truppen haben. Schon wieder eine Tochter, verdammt. Die dritte bereits. Und sie hat einen wundervollen Namen, nämlich Asamidokt. Asamidokt. Oh Gott. Hey, sogar Zwillinge. Und Yes, Agawan. yes. Alles Tochter, Töchter. Ja. Du hast vier Töchter und einen Sohn, sehe ich. Ja, der Was ist, wenn Arme. Vali Dief dort sterben sollte? Ja, dann habe ich ja Pech gehabt. Dann hast du noch einen Halbbruder. Dann muss ich auf Plan B, auf Yusef Diftanze. Yusef übergehen, der schaut eh so grantig drein. Ja, ist eh klar, dass er grantig ist. Ich meine, er hasst mich. Fired from Council, recently fired. Halbbruder, Title Claimant. Pretend and claimant to the Sheikdom of Albatia. Oh Gott. Ich kann eigentlich nichts machen, um den irgendwie glücklich zu machen. Aber das ist ein Wappler. Der hat ein Stewardship von 0. Den will ich nicht haben als Nachfolger. Wenigstens ist seine State-Intrigue auch nicht besonders großartig. A message. To the affable Hajj. Muhammad al-Afshin. Your wisdom and mercy are legendary. We propose that Farhad become the guardian and mentor of the. Was? Der will noch ein Mädel von mir? Ach Gott. Ja, die Mädels kannst haben. Ah, der will ja nur irgendwelche Geiseln haben. Deswegen. Und ist bei dir irgendwas passiert in letzter Zeit? Nein, ich gehe gerade die Laws durch, die wir übrigens in etwas mehr als einem Jahr wieder verändern dürfen. Die was? Die Gesetze unseres Landes. Die Laws. Ja, Warte mal, aber wie gesagt, die können wir begrüße erst erst den. 1870 ändern. Naja, okay. Ja, viel können wir eh nicht ändern. Weil wir haben zu wenig Dings, wir haben zu wenig Legalism und Throne Authority und alles mögliche andere auch. Ich sowieso, nachdem ich keine Ikta mehr bin. Nein! Du wirst sicher lange leben. Ich fürchte auch, ja. Ich wüsste noch Ewig, nicht, aber ewig kann man das schade. in irgendeiner Weise überhaupt ändern? Ziemlich sicher ja. Ich würde bei Intrige, also, aber du hast Intrige schon durchgeschaut. Ja. Oder man braucht, lustig, daran kann ich mich nicht Aber mehr erinnern, Adopt weil ich. Feudalism, klar kann ich das machen. Bei den Laws oder wo? Ja. Oder bei der Intrige? Nur Aber ganz es braucht oben, dort war ich noch nicht. Voraussetzungen, dass du sicher nicht erfüllst. Doch, oder? At peace, mein Liege, Ja, Capital Holdings, wenn ja. es so heil ist. Aber schau dir an, was es für Auswirkungen hat. Ich kann mir Steht nur vorstellen, hier, weil. dass es. Ja, ich bin jetzt wieder eine Ikta. Darf ich nur Hast du das Pause mal mal? angeklickt? Ja, ich hab's Ja, mach. angeklickt. Oh Gott! Ja. Jetzt weiß ich wenigstens, warum ich so viele Domains haben konnte. Bei einer Tribe kann man offensichtlich mehr Domains haben.
oder Ja, aber ich finde das so toll, wie du zuerst eine Entscheidung fällst und dann im Nachhinein erst feststellst, was du hättest bedenken sollen. Ja, naja, gut. Woher soll ich das wissen? Beim Tribe zählt offensichtlich die State Stewardship und bei der ICTA meine persönliche nicht vorhandene Stewardship. Geht so ein Scheiß. Aber ansonsten nicht so schlimm. Und was? Hey, und ich kann was zum Kasa machen. Das ist ja super. Und Hafa habe ich abgegradet. Das dann mit Fight auch noch schaffe, dann wäre das ja ursuper. Okay, ich muss nur meinen Leuten sagen, dass sie was Neues machen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Troops trainen sollte oder Military Tech erforschen sollte. Machen wir Military Tech. Okay, du machst Improve Diplomatic Relations, das ist wichtig. Okay, passt. Nein, es ist nicht so schlimm. Ich bin nur too big ein wenig. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wem ich was anvertrauen soll. Vor allem, das fällt nicht mehr zurück zu mir, wenn ich es nicht meinem Sohn gebe. Und dem kann ich nichts mehr geben, soweit ich mich entsinnen kann. Ah, was war das jetzt so? Nein. Dann was hier? Yep. Da habe ich meinen Sohn. Kann ich dem noch einen Titel geben? Grand Land Title, schau an. Das kann man offensichtlich zwar schon mehr geben. Er ist jetzt in Betrothed, das heißt, ich könnte ihm Hafer überantworten. Nein, ich kann ihm Hafer nicht geben. Wieso kann ich ihm Hafer nicht geben? Wieso kann ich ihm Veit geben, aber nicht Hafer? Sagst du mir das? Hafer ist nicht meine Hauptstadt mehr. Der Fight Tribal ist. Ja, aber ich kann ihm auch Kadischia und Al Abashi geben und die sind nicht Tribal. Du kannst ihm Hafer nicht geben. Was die Hauptstadt ist. Du kannst ihm nicht deine Hauptstadt Aber es ist geben. nicht meine Hauptstadt. Ich habe die Hauptstadt Du hast es zur Hauptstadt gemacht, nach oder? Albatia Es wurde zur Hauptstadt. verlegt. Albatia ist meine Current Capital. Oh. This county is your capital. Hafa ist Okay. nicht meine Capital. Ja, okay. Ich würde ihm aber gern Hafa geben, weil das habe ich gerade so ein. Es ist ein. Achso. Vielleicht kann ich es ihm nicht geben, weil da mein Emir versucht, es mir abspenstig zu machen. Weil er Das einen Claim bezweifle drauf ich. nimmt. Es gibt da den Plot, wo er versucht, Revoke the Shaikhdom of Hafa. Was genau macht es, wenn man wenn man zu viele Titel hat? Ich glaube, die Einnahmen vermindert das. Aber es müsste eh dabei stehen, wenn du mit dem Cursor drüber gehst, oben rechts über der Main Size und du zu viel hast, nehme ich an, was dabei steht. Da steht Müsst du folgt sein. nur, wie man zur Domain Size kommt. Ah, okay. Aber irgendwo stand. If your domain is unacceptably big, you will start to take taxation penalties and your vessels will grow resentful. Also ich würde vermuten, wenn du über die Einnahmen klickst, hast du den Malus angezeigt. Und wenn du die Vasallen anklickst in den Ländern, wirst du einen Beziehungsmalus haben, wenn du ihre Beziehungen siehst.
Das ist jetzt meine Vermutung. Also ich sehe die Mali auf jeden Fall nicht, wenn ich über die Gebiete drüber gehe, oder? Da vielleicht. Nein, beim Gebiet selber nehme ich an nicht. Geh mal auf deinen Charakter und Ach so, dann stimmt, da könnte es ja auf das hingehen. Wappen, des Reichs, weil dann kriegst du ja die finanzielle Übersicht. Wappen des Reichs? Ja, genau. Da kriege Nein, ich gar nichts, da nicht kriege des ich eine Hauses. Line of Succession. Nein, du bist auf das Wappen des Hauses gegangen. Das Reich Das ist das ist rechts Haus, ja, oben. das weiß ich. Rechts oben ist das Emirat. Du Also meinst bei das dir Scheichen die aus Haffa. weiß-blauen Wellen bei dir. Ach, deswegen. Ich habe zwar keine Hauptstadt dort, aber das Ding nennt sich insgesamt Scheichen aus Haffa. Ja, Ja, vermutlich, weil zu dem Zeitpunkt. da steht eigentlich auch nichts drauf. Nein, du musst es anklicken. Achso, ich muss anklicken. Dann hast du da unten nämlich angezeigt dein Einkommen. Und wenn du da drüber fasst, siehst du vielleicht irgendwas. Minus 9% durch die Oversized Domain. Ja. Okay, ich glaube, das ist verkraftbar. Und meine nächste Vermutung ist, wenn du irgendwelche Bürgermeister oder Ja, die werden Imame wahrscheinlich anklickst, klicken. Die werden wirst du einen wahrscheinlich. Beziehungsmalus haben. Und wenn du über die Beziehung gehst, wird da irgendein Punkt sein, minus 5 oder minus 6, weil er wieder nicht so groß ist. Das ist bei denen Oha, wurscht. minus 20. Aber das ist wurscht, weil der mag mich so oder so. Der einzige, dem es wahrscheinlich nicht wurscht ist, ist mein lieber Halbbruder, aber bei dem bin ich sowieso auf minus Da ist eh schon Hopfen und 65. Malz verloren. Das ist interessant. Der ist jetzt besser geworden. Warum? Was ist bei dem besser geworden jetzt? Trusted Ward. Ach, vielleicht werde ich seinen Dings. Ich werde möglicherweise seinen Sohn versuchen, bei mir aufzuziehen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Der ist nämlich jetzt 5, sein Sohn, und nächstes Jahr. Der hat eh keinen Landed Title, das heißt, das kann eh ich bestimmen, wer den erzieht. Das werde ich selber machen. Okay, wir können weitermachen. Entschuldigung, jetzt habe ich etwas länger gebraucht. Derzeit werde ich es noch einfach hinnehmen, dass ich eine zu große Domain habe. Und ich hoffe einfach, dass mein Sohn durch die Gouvernante, die er hat, im Stewardship besser wird. Weil ich habe ihm jemanden gegeben zum Aufpassen, der ein wirklich gutes Stewardship hat. Und er hat jetzt schon Stewardship 6. Yay! Und ist damit um 4 besser als sein alter Herr. Oh, er ist diligent, gregarious, charitable, temperate und kind. Oh, ich kriege eine Message. Ja, und was? Oh, mein Lehnsherr ist draufgekommen, dass ich einen Plot gegen ihn laufen habe und ist nicht Was amused. hast du für einen Plot gegen ihn laufen? ganz klein harmlos. Das Emirat von Atar Baiga will ich einen Claim darauf fabrizieren. Ja, das ist sein Emirat. Das hat er jetzt rausgefunden, dass ich gerne sein Emirat haben würde. Und Arg. er will, dass ich den Plot beende. Und ich werde ihn beenden. Ich bin ja nicht so. Ja. Was Das war du ein Missverständnis. machst, Das war ein ist Missverständnis. das So. arg. Today Plot my ist half beendet. Ich brother suche meinen neuen Joseph Plot. asked me for a fief of his own to govern. Und ich find's super, ich habe schon wieder eine Tochter.
Alter. Arthur. Weißt du, die dass haben alle ich einen Namen mit A am seit Anfang. ungefähr 10 Jahren die Ambition habe, to have a daughter? Und ich habe mir gedacht, dass mit drei Das ist Frauen sollte sich unfassbar. das eigentlich machen Das ist lassen. in dieser halben Stunde, die ich jetzt aufnehme, dass die dritte Tochter, die ich kriege, ist das arg. So, ich muss nur nachdenken, was ich meinem Halbbruder sage. Wie soll ich es dir sagen? Du bist ein Wappler. Und wenn ich dir was gebe, dann ist es weg. War das freundlich genug? I told him he's not ready. Er ist wirklich ein Wappler. Ich meine, hast du dir meinen Halbbruder angeschaut? Der hat Nein. Stewardship 0, er hat Military 3. Ich meine, er ist ein halbwegs brauchbarer Diplomat. Leider ist er auch halbwegs gut in Er hat Intrigen. leider 11 Intrige. Ja, was soll ich tun? Er hat außerdem schon einen Sohn. Ja. Ja, ich weiß, ich habe einen Sohn. Und ich werde auch seinen Sohn dann unterrichten, den werde ich mir selber schnappen. Den züchtest du dir, ja. Ja. Übrigens, er hat außerdem eine Ambition, dass er einen Titel kriegt beim Halbbruder. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, was soll ich tun? Wenn ich ihm was gebe, dann ist es einfach weg. Das stimmt, ja. Und ich will ihm nichts geben. Ich könnte ihm Hafer. Ja, nein, Hafer kann ich ihm nicht geben. Ich könnte ihm Feit geben. Aber das habe ich gerade ausgebaut. Nein, ich gebe ihm gar nichts. Ich hätte die Dings, ich hätte die Moschee meinem Sohn nicht geben sollen. Kann ich das meinem Sohn wieder wegnehmen? Nein, das habe ich auch schon ausprobiert. Nachdem ich ja meinem Sohn vorher schon eine Moschee gegeben habe, wenn du mir zuhören würdest. Ja, ich habe dir zugehört, aber vielleicht geht das bei mir besser. Ich könnte ihn imprisonen. Revoke? Oh ja, ich kann Revoke Title machen. Revoke a title from one of your vassals. Probier's mal. Was steht da? Requirements. Validiv dort must be Ja, genau. subject. Ja, cannot take hostile actions against your regent. Validiv dort must be your direct vassal. Kann nicht sein. Und ich gebe ihm dann einfach Cardicia. Aber das habe ich auch schon gehabt. Ich glaube, du kommst in den weiteren Bildschirm und da geht es dann nicht weiter. Okay, das mache ich jetzt noch. Verstehe. For 25 Prestige, this will lower Validiv's opinion of you by minus 60 and your other vessels by minus 15. Und das kann ich nicht, weil ich habe zu Ja. wenig Crown Authority. Nein, nicht du, sondern das Kalifat an sich. Im Kalifat Okay. gibt es nur ganz, also die Minimum Crown Authority und dadurch geht Revoken nicht. Okay, verstehe, Was verstehe, eh verstehe. gut ist, außer du machst es über einen Plot. Über einen Plot dürfte es gehen. Okay. Ansonsten hätte ich nämlich versucht, ihm Cardicia zu geben und meinem Halbbruder hätte ich die Moschee gegeben. Ach, das wäre gescheit gewesen. Gibt's noch irgendwas, was ich. Gibt's noch eine Moschee, die ich erben könnte? Ich könnte in Hafer noch was bauen. Wenn ich Geld hätte. Tja. Jo, sobald ich Geld habe, um noch was Neues zu bauen, schenke ich es meinem Bruder. Okay, an dieser Stelle sage ich den Leuten, die meinem YouTube-Kanal zuschauen, schönen guten Abend, Nacht und Tschüss, weil wir haben schon wieder über 30 Minuten aufgenommen. Bis dann.